Die Entwicklung eines modernen Computerspiels wie die Vieh-Chroniken ist ein komplexer Prozess. Bis ein einziger Charakter, wie hier das Vieh, auf dem Bildschirm zu sehen ist, sind mehrere zeitaufwendige Schritte nötig. Alles beginnt mit dem Entwurf der Figur. Nur ein perfekter Entwurf wird vom Art Director abgenommen und ist damit die Grundlage für die Modellierung. Bei der Modellierung bekommt die Figur ihre endgültige Form und ihr wird eine Oberfläche, eine sogenannte Textur, verpasst. Im Fall des Viehs langes pinkfarbenes Fell. Besonderes Augenmerk legen wir auf die Details. Nur eine lebensecht wirkende Puppe schafft es ins Spiel. Doch allein mit der Erstellung der Figur ist es nicht getan. Man muss sie auch noch bewegen. Zeit, unserem Vieh Leben einzuhauchen. Es gibt verschiedene Wege, eine Figur zu animieren. Bei der Keyframe-Animation werden die Figuren zum Beispiel per Hand im Computer animiert. Der heutzutage übliche Weg ist das sogenannte Motion Capturing. Wir haben damit experimentiert, mussten die Versuche aber letztlich aufgeben. Er frisst schon wieder die Marker. Für die Vieh-Chroniken setzen wir daher allein auf schauspielerische Klasse. Die Animatoren führen alle Bewegungen direkt mit der Viehpuppe aus, die wir dann ins Spiel einbauen. Da die Aufnahmen vor einem Greenscreen gemacht werden, ist es uns möglich, die Animatoren aus dem Bild zu entfernen und einen beliebigen Hintergrund aus dem Spiel einzublenden. Doch damit sind wir schon beim nächsten Arbeitsschritt angelangt. Dem aufmerksamen Beobachter fällt auf, dass sich das Vieh nicht optimal in den Hintergrund einfügt und auch anders aussieht als andere Computerspielfiguren. Das Geheimnis moderner Computerspielgrafiken sind Effekte und Filter. Moderne Grafikkarten unterstützen zum Beispiel das Shaver-Modell 3.0, mit dem man die Haare vom Vieh entfernen kann. Um den Sehgewohnheiten der Spieler näher zu kommen, legen wir zusätzlich einen sogenannten Low-Poly-Filter über das Modell, sodass es schön eckig wirkt. Das so bearbeitete Vieh passt sich perfekt in jede Umgebung ein. Das war unser Blick hinter die Kulissen einer Computerspielproduktion. Wir hoffen, dass ihr ein Gefühl dafür bekommen habt, wie viel Arbeit in den tausenden Animationen von Die Vieh-Chroniken steckt.